Hallo alle, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch in diesem Video, wie ich diese weißen Mousse-Törtchen mit Beerenkern und Crunchboden gemacht habe. Viele von euch hatten danach gefragt, wie dieser Samteffekt funktioniert und das wollte ich euch in diesem Video dann passend dazu auch noch zeigen. Das erste, was wir machen, ist, dass wir mit dem Fruchtkern anfangen und da gehe ich nicht so ganz genau drauf ein, obwohl im Endeffekt zeige ich euch trotzdem, wie es funktioniert. Das ist aber das gleiche Rezept, was ich verwendet habe, als ich vor ein paar Wochen in der Patisserie-Woche diese kleinen Bären-Mousse-Törtchen gemacht habe, die in so einer Tropfenform waren. Das ist 1:1 genau das gleiche Rezept. Deswegen erkläre ich euch hier jetzt nicht groß irgendwas. Und wenn ihr auf den Blog geht, wo das komplette Rezept für dieses ganze Törtchen hier auch aufgelistet ist, dann wundert euch nicht, ja, das ist genau das gleiche Rezept, weil das halt von den Maßen und her hervorragend funktioniert. Deswegen greife ich dann nochmal zu. Ihr müsst im Endeffekt einfach nur ein bisschen Beerenpüree nehmen, da ein bisschen Gelatine mit einweichen und das dann in eine Form füllen, gelieren lassen, dann einfrieren und dann könnt ihr gleich damit arbeiten. Das ist super, super einfach. Wenn ihr das vorbereitet habt, kümmern wir uns direkt um den Crunchboden und das ist im Endeffekt nur so eine Art Schokocrossi-Masse. Dafür habe ich mir zuerst gehackte Mandeln einmal ein bisschen angeröstet, damit die schön golden sind und ein schönes nussigeres Aroma bekommen. Man weiß ja nie, wie lange sowas in der Tüte zum Teil gewartet hat. Was ihr dafür auch noch braucht, ist Kuvertüre, die mir gerade in der Mikrowelle am Schmilzen ist. Und was ihr auch noch braucht, sind so, also ich weiß nicht, wie man die sonst nennt, Schokocrossis, diese Frosty, Müsli, Cornflake, Dinger. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ihr röstet euch eure Mandeln, nehmt euch eure Schoko, Frosty, Crossy Dinger und eure geschmolzene Schoki. Das vermengt ihr einfach nur einmal und dann presst ihr das in eine mit Backpapier ausgelegte 26er Springform. Da presst ihr das schön rein, dass es eine dünne, gleichmäßige Masse ist. Und dann wird das Ganze in die Kühlung gestellt, damit die Kuvertüre schön anziehen kann. Das Temperieren könnt ihr euch hier sparen, das ist total unnötig, weil man das nachher eh nicht sieht und das eh fest wird, da das konstant gekühlt werden muss, nachdem ihr das Törtchen fertig habt. Daher Temperieren kein Thema hier. Ihr seht, dass ich das einmal komplett flach gedrückt habe und jetzt mit einem zweiten Backpapier reingehe und das so auch nochmal richtig schön kompakt zusammendrücke und festdrücke, damit wir eine relativ gleichmäßige, glatte Unterlage haben. Das wandert dann am besten in die Kühlung und in der Zeit, wo sich das runterkühlt und fest wird, kümmern wir uns um die weiße Mousse und das ist eine 3-Zutaten-Mousse, mega, mega einfach. Ihr braucht natürlich weiße Kuvertüre, die ihr geschmolzen habt, entweder im Wasserbad oder in der Mikrowelle. Dann braucht ihr Creme fraiche, das ist das, was ich jetzt hier habe. Und ihr braucht nachher noch Schlagsahne. Das kommt aber im Nachhinein dazu. Zuerst kümmern wir uns jetzt hier um diese Basis und dafür müsst ihr einfach nur eure Kuvi schmelzen. Halt wie gesagt, entweder im Wasserbad oder in der Mikrowelle. Guckt, dass die schön warm ist, dann funktioniert das am besten. Und guckt, dass eure Creme fraiche ungefähr Raumtemperatur hat. Dann ist das Ganze ein bisschen einfacher zu verarbeiten. Und dann verrührt ihr eure flüssige Kuvi und eure Creme fraiche, bis ihr so eine Art Ganache habt. Das hat eine super, super schöne seidige Konsistenz, das verrührt ihr kräftig. Wenn ihr das verrührt habt, schlagt ihr am besten eure Sahne einmal auf. Ich habe das in meiner KitchenAid gemacht, weil ich zu faul war, das mit der Hand aufzuschlagen. Ihr braucht aber nur 200 ml Sahne und das könnt ihr eigentlich hervorragend mit der Hand aufschlagen. Das dauert 2 Minuten und gut ist. Guckt nur, dass eure Sahne immer richtig stark durchgekühlt ist. Was ich ganz gerne mache, besonders bei den Temperaturen im Moment, ist, dass ich meine Sahne für 10-15 Minuten ins Eisfach lege, bevor ich das die ganze Zeit im Kühlschrank hatte und dann halt 10-15 Minuten vor der Verwendung nochmal richtig kalt stelle und dann ins Eisfach und dann schlägt sich das Ganze wirklich super, super schön auf und ganz, ganz schnell. Wenn das Ganze dann pur aufgeschlagen ist, also nur diese Schlagsahne, dann hebt ihr die Schlagsahne unter eure Ganache in Anführungszeichen mit dem Creme fraiche und der Kuvi, das hebt ihr einfach nur alles einmal unter. Und dann ist eure Mousse auch schon fertig. Wenn das einem von euch nicht süß genug sein sollte, was mich wundern würde, könntet ihr zum Beispiel noch mit ein bisschen Puderzucker nachsüßen. Selbstverständlich. Ihr könnt die Mousse auch mit dunkler oder Vollmilch-Kuvi machen. Das würde auch funktionieren. Nur da müsst ihr dann wahrscheinlich nachsüßen, wenn ihr das mit Zartbitter-Kuvi macht. Gut, ihr seht, dass ich mir jetzt ein bisschen was von meiner Mousse nehme und meine Silikonförmchen damit ausstreiche. Die Silikonformen, die ich hier benutze, die sind nicht ganz so gut. Mir sind davon auf der Arbeit schon einige durchgebrochen, weil die Kälte nicht vertragen. Ich verlinke euch da mal bessere unten in der Infobox, das ist auch nicht besonders teuer. Ja, nachdem die Form ausgestrichen ist, schnappt ihr euch eure gefrorenen Fruchtkerne, eure Beerenkerne, die könnt ihr dann schön in die Mitte reinsetzen. Dann füllt ihr die Form einfach nur mit eurer weißen Mousse auf.
Dann wird alles einmal glatt gestrichen und dann kommt das ab in den Froster, bis das schön durchgekühlt ist. Bei mir war das über Nacht. 4-5 Stunden sind am besten oder halt über Nacht. Guckt, dass das wirklich ganz, ganz stark durchgekühlt ist. Und lasst euch nicht irritieren, ich habe viel zu viel gemacht. Ich hatte noch was anderes damit vor. Also ihr werdet alle genauen Rezepte halt auf dem Blog finden. Gut, bei mir war es jetzt halt am nächsten Tag. Mein Crunchboden war so lange einfach nur in der Kühlung. Was wir jetzt damit machen, damit wir den auch in schöne runde Kringel bekommen, ist, dass wir den zuschneiden müssen. Ihr kennt ja mein buntes Cookie-Cutter-Set. Das habe ich jetzt einfach nur dafür benutzt. Ich habe mir einen Ring ausgesucht, der auf meinen Pappuntersetzer passt, wo ich den gekauft habe. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Das sieht immer super, super edel aus, wenn ihr so kleine Törtchen auf so ein goldenes Pappuntersetzer-Ding setzt. Ja, ist alles unten verlinkt. Es kann passieren, wenn ihr eure Crunchböden ausstecht, dass das Ganze ein bisschen bricht und so ein bisschen bröselig ist. Das ist überhaupt nicht schlimm, macht euch da keine Sorgen. Ihr könnt das auf dem Pappuntersetzer mit ein bisschen Nutella zusammenkleben und wieder so ein bisschen zusammenschieben. Und dann merkt das keiner, also macht euch da keine Sorgen. Das passiert, das ist selbstverständlich. Wenn ihr das aber mit ein bisschen Nutella an dem Pappding festklebt, dann seid ihr wieder good to go, also halb so wild. Ihr könnt anstatt des Nutellas, was ich jetzt hier benutze, auch Kuvertüre nehmen, wenn ihr gerade noch irgendwas Geschmolzenes da habt. Ich war zu faul und habe einfach mein Glas Nutella genommen. Nachdem ich alle 6 Böden vorbereitet habe, habe ich mir meine gefrorenen Mousse-Törtchen aus dem Froster genommen. Ihr seht, die sind steinhart gefroren, die könnt ihr jetzt super gut aus der Form rausdrücken. Ich denke, das sollte kein Problem sein, das erklärt sich von selber. Und dann kommen wir zu dem, was eigentlich, glaube ich, so alle interessiert. Und zwar ist das dieses Velvet Spray. Ich habe das jetzt von Gardein Deco. Ich habe schon mit einer anderen Farbe davon gearbeitet. Das klappt hervorragend. Es gibt ein paar Sachen, die ihr beachten müsst, wenn ihr eventuell im Winter damit arbeitet. Das schreibe ich euch alles mal auf den Blog zu dem Rezept, wenn ihr das Ganze halt nachmachen möchtet. Genauso wie, dass ich euch das Spray unten in der Infobox verlinke, falls ihr euch das kaufen möchtet. Das ist auf einer Kakaobutterbasis, also das ist auf einer Fettbasis. Ich weiß gar nicht, es gibt so viel, was ich euch dazu erklären soll. Ich versuche euch einfach mal alles auf dem Blog zu schreiben. Die Verarbeitung, seht ihr hier, ist wie normale Sprühfarbe. Das heißt, ihr sprüht eigentlich eure Törtchen einmal nur relativ gleichmäßig damit an und das Ganze wird dann sofort matt, weil das halt die Textur ist in der Kanne schon dafür gemacht, dass es halt diesen Velvet, diesen Matt-Effekt hat und dadurch müsst ihr das nur aufsprühen, kurz eine Sekunde anziehen lassen und das war es dann auch schon. Was ich gemacht habe, ist, nachdem ich eine Minute gewartet habe, dass ich die von meinem Brettchen genommen habe, mit 2 Messern auf meine Crunchböden draufgesetzt habe. Dann habe ich die im Kühlschrank für ungefähr eine Stunde auftauen lassen. Und jetzt dekoriere ich die noch mit ein paar Kirschenleide aus und so ein bisschen Schokodeko. Die Schokodeko, die zeige ich euch demnächst. Es wird ein Part 2 von Schokodekorationen geben. Das heißt, da zeigen wir euch, ich und die Kat, meine Schokofrau, wie wir das hergestellt haben. Seid ihr auf jeden Fall drauf gespannt, das wird im Herbst kommen. Ihr könnt aber auch jegliche andere Schokodeko selbstverständlich nehmen. Das ist komplett euch überlassen. Das mit den Kirschen, falls sich da einer wundert. Ich habe gefrorene Beeren genommen, weil ich keine frischen Beeren gefunden habe, weil ich das Video samstags abends und sonntags vormittags gedreht habe und da waren im Supermarkt leider keine schönen Beeren mehr zu haben. Und deswegen musste ich für die Deko leider zu Kirschen übersteigen. Aber ich schätze mal, ihr versteht ja den Sinn dahinter. Wenn ihr eine schöne Himbeere oder sowas kriegt, dann würde ich die da halt auf jeden Fall draufsetzen, damit das Thema von dem Beerenkern nochmal oben als Deko aufgegriffen worden ist. So, hier könnt ihr dann den Anschnitt sehen, da könnt ihr den Kern sehen, den Boden, die schöne Mousse. Das Ganze ist super einfach, no bake, das heißt, ihr müsst nichts backen. Das ist auch für die Sommermonate relativ gut geeignet und eigentlich ziemlich schnell gemacht. Ihr braucht 3 Rezepte, das Ganze geht rucki zucki, hat mich insgesamt, ich glaube, 20 Minuten an Zubereitung gekostet und dann halt die eigentliche Frosterzeit, die halt leider was länger dauert, aber ansonsten ziemlich, ziemlich einfach. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Wenn ja, schreibt mir, wie euch das gefallen hat. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Wer was anderes von mir sehen möchte, klickt am besten auf das rechte oder linke Video. Und wer komischerweise noch kein Abonnent ist, da würde ich mich freuen, wenn ihr das nachholt. Und ja, ich würde sagen, oder ich würde mir wünschen, wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht's gut, ihr Lieben.